So, hallo liebe Leute. Heute soll es um die Sicherheitsfunktion des Autos gehen. Und zwar nicht nur das, was man auf dem Display in der Software selber im Auto einstellen kann, sondern eben halt auch ein paar andere Dinge. Und es geht eigentlich los damit, dass die Tesla App, die neueste Version, bietet ja die Möglichkeit, dass dieser passive Authentifizierungsmodus ausgeschaltet werden kann. Das heißt, ich bin jetzt hier mit meinem Handy in der Nähe des Fahrzeugs und werde mal versuchen, weil ich habe es nämlich ausgeschaltet, ob das Auto wirklich verschlossen bleibt. So, ich gehe jetzt ans Auto ran und tatsächlich, es ist wirklich verschlossen. Es ist nicht möglich, jetzt das Auto mit diesem Handy zu öffnen. Wie macht man das jetzt? Entweder man nimmt sich die Karte oder man geht in die App und drückt dann das entsprechende Schloss. Auch das ist ja möglich. Aber ich nehme jetzt mal die Karte hier, mache das auf. Ja, das funktioniert also wie erwartet. Ich hatte es vorher noch nicht ausprobiert und das ist gut so. Ja, aber es gibt noch viele andere Dinge zu bedenken und zu beachten. Nämlich zum Beispiel, dass der Frunk, der vordere Kofferraum, kein Safe ist. Ja? Da gibt es eben halt die Möglichkeit, eine Notfallentriegelung zu aktivieren, relativ einfach. Man muss hier hinter dem Deckel nur zwei zur Verfügung stehende Kabel mit einer 12-Volt-Batterie verbinden. Bei älteren Model 3 ging es sogar mit 9-Volt-Batterien, das geht inzwischen nicht mehr, um den Kofferraum zu öffnen. Das ist, habe ich auch schon mal gezeigt. Das sollte man schon bedenken, also keine wirklich hochwertigen Dinge in den Frank legen, weil das ist nicht hundertprozentig sicher. Ja, wenn es nicht möglich ist, das angeschlossene Kabel wieder herauszubekommen, nach einigen Bemühungen, also Entriegelung auf dem Touchscreen oder in der App und so weiter, alles funktioniert nicht und das Gerät wird, das Fahrzeug wird nicht mehr geladen, dann ist es möglich, über diese Notentriegelung, dieser Schlaufe, die hier unten im Kofferraum heraushängt, ja, die Verriegelung des Kabels aufzulösen und dann kann man das Kabel halt entsprechend rausziehen. Ja, für den Kofferraum selber ist mir keine Notentriegelung bekannt. Wird es sicherlich irgendwo geben für den Service, die müssen ja im Zweifelsfall ran, aber mir ist es nicht bekannt. Ich habe es auch noch nirgendwo gehört oder gelesen. Ja, und der letzte Punkt ist im Frunk, da gibt es vorne, wenn man davor steht, vorne rechts, in Fahrtrichtung vorne links. Ich glaube, beim Model Y ist es auf der anderen Seite. Diesen Zettel, der soll der Feuerwehr mitteilen, dass das Sicherungskabel, das Hauptsicherungskabel sich hier hinter befindet. Und das soll durchgeschnitten werden nach einem Crash. Ich mache das mal kurz auf, dann könnt ihr es sehen. Das ist ja irgendwie kein Problem. Das geht ja ganz easy. Genau, da liegt das Kabel dahinter. Oft ist dieser Zettel leider auch hinter der Verkleidung und nicht nach vorne geholt worden bei der Montage des Wagens. Also das habe ich schon öfter gesehen und gehört. Schaut mal nach, ob das bei euch auch so der Fall ist oder ob dieser Zettel gut sichtbar hier oben liegt. Ja, diesen Abschnitt musste ich leider nachvertonen, der Ton war zu schlecht. Also vor den Fensterhebern befindet sich eben halt auf der Fahrer- und Beifahrerseite noch diese Notfallentriegelung, wie man hier gut sehen kann. Und auch seine Beifahrer sollte man darauf hinweisen, dass im Notfall eben halt darüber das Fahrzeug auf jeden Fall verlassen werden kann. Es ist sehr wichtig zu wissen. Die meisten Mitfahrer wissen so etwas nicht. Ja, wenn ihr ein Model S habt, dann gibt es hier unten, ich bin jetzt hier, natürlich jetzt bei meinem Auto Model 3 im hinteren Bereich. Am Model S soll es hier unten jeweils rechts und links eine Schlaufe geben, die man ziehen kann, um die Türen notfalls auch von innen öffnen zu können. Auch die gibt es hier Model 3 nicht. Ja, auch diesen Part muss ich nochmal nachvertonen. Also im hinteren Bereich, in den hinteren Türen, gibt es beim Model 3 keine Möglichkeit, das mechanisch im Notfall zu entriegeln. Zumindest ist mir keine bekannt. Vielleicht gibt es da hinter der Verkleidung irgendwo was, aber im Model Y gab es zumindest früher hier in der Ablage
unter dem Gummi ein Tropfen, den konnte man rausziehen. Und dahinter verbarg sich dann eine Art Schlaufe und darüber war es möglich, die Türen auch mechanisch im Notfall zu entriegeln. Mehr für den Service gedacht, aber immerhin, es war da. Ich weiß nicht, wie es bei den aktuellen ist. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, wenn die passive Authentifizierung ausgeschaltet ist, dann muss man natürlich auch zum Fahren kurz die Karte an die Mittelkonsole halten und die Bremse betätigen, um dann loszufahren. So, das ist logisch. Interessant wäre jetzt noch zu wissen, geht das Auto eigentlich alleine wieder zu, wenn diese passive Authentifizierung ausgeschaltet ist? Das werde ich jetzt auch mal checken. Na, tut sich noch nichts. So, neuer Versuch. Ja, also das geht, funktioniert auf jeden Fall auch. Wenn man sich mit dem Handy entfernt, dann geht das Auto wieder zu. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, kann man sich nochmal umdrehen und gucken, ob die Spiegel angeklappt sind. Wenn das der Fall ist, dann ist das Auto auf jeden Fall zu. Ja, und dann kommen wir zu den ganzen anderen Einstellmöglichkeiten und Funktionen, was Verriegelung und Sicherheit angeht. Erstmal unter Verriegelung kann man natürlich weitere Schlüssel hinzufügen. Man kann bestehende löschen oder bearbeiten. Man kann die Karte umbenennen als Karte 2 oder so. So ist kein Problem, dann heißt die Karte 2. Das ist die Karte, die ich immer dabei habe. Dann habe ich noch ein zweites Telefon, ein älteres iPhone. Und das ist auch aktiviert und wird als Schlüssel erkannt, außer wenn ich in der App selber sage, dass das Telefon das Auto nicht entriegeln soll. Das ist übrigens auch wirklich ein interessanter Punkt, auch für in dem letzten Video dazu oder in dem passenden Video dazu von mir zu der App 42075 hat jemand reingeschrieben, ja, das wäre sehr gut für ihn, weil sein Auto immer sehr nah am Haus steht. Und selbst wenn es geparkt ist, noch Kontakt zu dem Telefon eventuell hat über Bluetooth und damit er sicher sein kann, dass das Auto wirklich verschlossen ist und auch verschlossen bleibt, dann kann er eben halt diese Funktion benutzen. Das ist sicherlich sinnvoll und lobenswert, dass das geht. Eine andere Geschichte ist, ihr habt ein älteres Telefon, was vielleicht im Handschuhfach liegt oder ein Tablet als Musik. Store sozusagen und die sind dann automatisch zwar über Bluetooth verbunden, wie alle anderen Geräte auch, wenn sie eingerichtet sind, aber man lässt die Entriegelung eben halt nicht zu. Verriegelung oder Entriegelung. Entriegelung eigentlich nur, ja, genau darum geht es. Das ist schon sehr gut, diese Funktion und sehr lobenswert, dass es vorhanden ist. Ja, wenn ihr jetzt dieses so eingerichtet habt, Verschluss nach Entfernen. Das heißt, wenn ich mich vom Fahrzeug entferne mit meinem Device, mit meinem Smartphone und diese Funktion ist eingeschaltet, dann wird das automatisch verschlossen, das Fahrzeug. Ich kann aber auch hier sagen, die Heimadresse soll ausgeschlossen sein, weil es vielleicht in der Garage steht und ja, damit ich halt easy an mein Fahrzeug rankomme, zu jeder Zeit kann man das eben halt deaktivieren. Funktioniert aber nur, wenn auch eine Heimadresse in eurer Navigation entsprechend hinterlegt ist. Bedenken sollte man allerdings, dass das einen Umfang von rund 500 Metern hat. Das heißt, wenn das Fahrzeug an der Straße vor eurem Haus steht, dann denkt das Fahrzeug, es ist zu Hause, also werde ich das Fahrzeug nach dem Verlassen nicht verriegeln. Um sicher zu sein, ob es verriegelt wurde oder nicht, müsst ihr euch halt dann noch einmal umdrehen und gucken, ob die Spiegel angeklappt sind oder nicht. Falls nicht, dann ja, dann ist das Auto halt nicht verriegelt. Man kann übrigens auch noch hier eine akustische Verriegelungsbestätigung anmachen. Das habe ich auch. Dann hupt er irgendwie ganz kurz. Und man kann sagen, dass die Fenster automatisch verriegelt werden oder auch nicht. Das kann man alles ein- und ausschalten. Und man kann sich auch
Mitteilungen zuschicken lassen. Dann bekommt man aufs Handy eine Mitteilung, wenn das Auto offen gelassen wurde oder wenn die Türen beziehungsweise Türen und Fenster, wie in diesem Fall, nicht richtig verschlossen wurden, dann bekomme ich eine Nachricht. Auch hier kann man wieder die Heimadresse ausschließen. Ich mache das mal aus wieder schnell, weil meine Heimadresse ist meine Tiefgarage hier, wo natürlich viele Autos stehen und eine geteilte Tiefgarage für viele Leute. Und ich will natürlich, dass das Auto auch hier auf jeden Fall verschlossen wird, wenn ich gehe. So, was haben wir noch mehr für Sicherheitseinstellungen? Kindersicherung. Relativ neu ist, dass man die Kindersicherung nicht nur ein- und ausschalten kann, sondern sagen kann, sie soll nur links oder rechts aktiv sein. Das macht Sinn, wenn ich regelmäßig vielleicht mit drei Erwachsenen und einem Kind fahre, dass auf der Seite, wo das Kind sitzt, eben halt die Tür verriegelt ist, die Kindersicherung aktiv ist. Ein sehr durchdachtes kleines Detail. Auch die Fensterverriegelung kann man aktivieren, dann ist es nicht mehr möglich, hinten die Fenster rauf und runter zu fahren. Dann gibt es hier den Fahrertürentriegelungsmodus. Damit schaltet man sozusagen die Zentralverriegelung ab. Dann muss man wirklich nur über den Fahrer, dann ist nur die Fahrertür zugänglich, alle anderen Türen sind verschlossen. Der Kofferraum ist auch zugänglich, mit der eingeschalteten Funktion. Und auch der Ladeanschlussdeckel hier hinten links ist auch offen. Man kann also dann alleine sozusagen ein- und aussteigen über die Fahrertür und den Kofferraum öffnen und auch einen Ladevorgang starten. Das macht ja auch durchaus Sinn. In meinem älteren Video hatte ich mich darüber doch arg gewundert, dass es eben halt alles offen ist, aber wenn man das mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, ist es eigentlich okay. Der hintere Kofferraum, naja gut, da könnte man drüber nachdenken, wenn man jetzt in einer, ich sage mal, nicht so vertrauenswürdigen Gegend ist und ich habe extra diesen Modus aktiviert, dann ist es so, dass jemand trotzdem schnell an meinen Kofferraum hinten rankäme, um dann dort irgendwas zu entfernen, zu entwenden, aber naja gut, sei es drum. Man muss es nur wissen, ist dieser Modus an, dann wird zunächst nur die Fahrertür entriegelt. Das mache ich mal wieder aus jetzt hier. So, was haben wir hier noch mehr? Ich glaube hier nichts mehr. Das haben wir jetzt alles besprochen. Und unter Sicherheit gibt es natürlich noch viele Funktionen. Natürlich kann ich den Wächtermodus ein- und ausschalten. Ihr seht, ich habe es hier standardmäßig auf.